Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV angeschaltet haben. Ja, heute habe ich einen Gast oder einen Gesprächspartner, der München bewegt. Sein Name ist Ali Güngör-Müs. Sie kennen ihn wahrscheinlich schon aus dem Fernsehen, ZDF. Er ist überall präsent. Aber heute wollen wir ihn einfach mal spüren, wie er so menschlich ist. Ali, ich freue mich. Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Genau. Und jetzt mal, ich habe dich so ein bisschen gegoogelt. Du kommst aus einer Familie, die Pago. Pago, Türkei, Sonne, Liebe, Wahrheit, Werte. Wie schön. Das hast du so in der DNA, oder? Ja, also klar ist für deine weitere Entwicklung schon die Kindheit sehr, sehr wichtig, ne? Und ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen aus Ostanatolien. Also wir haben, wenn ich ehrlich bin, nicht mal Strom gehabt. Wir haben kein fließendes Wasser gehabt. Jetzt lebe ich in München. Es ist Luxus für mich, sage ich ganz ehrlich, das Leben, was wir hier in Deutschland erleben. Aber ich kenne auch die andere Seite. Und das macht mich oft, dadurch habe ich etwas Demut in mir, was ich sehr schätze, und deswegen vergesse ich nie, wo ich herkomme. Das ist schön, das ist schön. Du bist ein Koch der Demut. Ja. Du bist momentan überall präsent, in allen Medien und so. Das ist schön. Aber jetzt bist du mal bei München TV. Wir sind einfach bei dir draufgeblieben, weil du so ein Teil von München auch bist. Pago ist ein Restaurant. Du hast einen großen Lehrmeister gehabt, Karl Ederer. Karl Ederer, ja. Ein guter Mann. Dennoch, du bist ein Mensch, auf Menschen schauen dich. Was bist du für ein Mensch? Erzähl mir mal, was bist du für ein Mensch? Ach, ich sage immer wieder, ich bin der Ali, sage ich immer. Ich bin der Ali aus Anatolien, aber der in München aufgewachsen ist, der mit 10 Jahren nach München gekommen ist und hier lebt. Man hat mich ja nicht gefragt, ne, wo du hin willst. Oder mein Vater ist ja 1966 nach Deutschland. Er war Schweizer, ja, einer der ersten Gastarbeiter. Und Ende 86, Weihnachten, weiß ich noch, sind wir mit der Mutter und 6 Geschwistern nach München gezogen. War natürlich eine Riesenumstellung, ne? Früher das Leben als Kind in Ostanatolien sehr sozial, und plötzlich bist du in einer fremden Stadt mit fremder Kultur, fremden Menschen, keine Freunde. Die erste Zeit, und dann sprichst du auch noch die Sprache nicht und hast beide Elternteile. Mein Vater hat nur die Grundschule in der Türkei besucht, meine Mutter war Analphabetin. War nicht einfach, war nicht einfach. Und, aber du musstest trotzdem, ich weiß es nicht, ich glaube, dadurch habe ich so einen Kämpfergeist entwickelt und oft hingefallen, wieder aufgestanden und wieder weitergemacht. Ja? Und deswegen stehe ich, glaube ich, auch heute da, wo ich stehe. Aber viel wichtiger ist, Erfolg ist immer relativ, sage ich immer. Wenn einer zu mir sagt, du bist schon stolz auf dich, dass du so erfolgreich bist, oder deine Eltern, sage ich, was ist Erfolg? Erfolg, sage ich immer, ist doch, wenn ich mit dem, was ich tue, glücklich bin, dann bin ich erfolgreich. Ja. Na, das ist so meine These eigentlich. Ja. Du bist jemand, der, ich sag's mal, so viel Herzlichkeit ausstrahlt. Du, wenn man dich sieht in deinen Kochsendungen, egal wo, dann lachst du immer. Und dann machst du immer, wenn du lachst, machst du den Menschen an. Ja. Du hast so ein schönes Lachen. Wo kommt das her? Ja, ich lebe nach dem Motto, Lachen kostet nichts, bringt aber viel. Das merke ich ja auch. Und es berührt das Herz. Es berührt das Herz, und ich bin auch, ganz ehrlich, ich liebe Menschen. Ja, das spürt man auch. Ja, ich bin kein scheuer Mensch, der vor Menschen wegläuft. Es gibt Menschen, die wollen mit den anderen gar keinen Kontakt haben. Bei mir ist umgekehrt. Ich bin damals nach Hamburg gezogen, habe mich zum ersten Mal in Hamburg selbstständig gemacht, und die Hamburger sind ja doch eher ein bisschen konservativer, zurückhaltender. Und ich habe gesagt, du darfst dich nicht verändern, bleib so, wie du bist, dann musst du halt einmal mehr lachen, irgendwann knackst du dich schon, und so war es auch. Und ich glaube, du musst einfach, ich bin von Natur aus so ein herzensfroher Mensch, der andere Menschen sehr schätzt, ne? Es ist ja nicht nur mögen, auch schätzt und auch respektiert. Und egal welcher Kulturkreis, und das ist, glaube ich, wichtig. Und das kriege ich auch, weißt du, die Bestätigung ist ja da. Die Gäste kommen in meinem Restaurant, wir sind fast immer ausgebucht. Ich habe eine tolle Mannschaft. Ich sehe das hier auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, durch die Fernsehshows, durch die Kochshows, kommen auch Leute am Flughafen zu mir und wollen ein Foto machen und so. Und, ach,
Sie sind so nett, Sie sind so wie im Fernsehen. Ich sag dir eine Sache, letzte Woche hatte ich einen Kochkurs. Da war ein 73-Jähriger dabei, der hat mich im Fernsehen gesehen und sein Wunsch war immer mit mir zu kochen. Und seine Frau hat ihm das zum Geburtstag geschenkt. Und dann hat er nach dem Geburtstag zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe dich genau so erwartet, wie du bist und wie du im Fernsehen bist. Und hat er vor mir geheult, weil er so, also es waren Freudetränen. Das ist mir so nah gegangen. Du bist authentisch. Du bist authentisch. Du bist Restaurationsbesitzer. Du bist Autor für Bücher. Du bist ein super Koch. Dennoch, du bist ein Mensch. Du bist so ein menschlicher Koch. Du bist so ein menschlicher Mensch. Das ist schön. Und das merken die Menschen. Das merken die Menschen. Jetzt bleiben wir mal dabei. Du hast das Pago. Hier. Das ist so ein Restaurant, wo man reinkommt und irgendwie etwas feiert oder etwas loslässt oder etwas sagen möchte. Oder wo sich vielleicht auch Menschen verlieben oder sich trennen. Oh, bitte nicht. aber du hast so eine Philosophie. Du bist so ein Gastronom mit Philosophie. Bei dir sind Menschen, die kommen rein, weil sie sagen, ich bin jetzt nicht der Direktor oder der tolle Millionär oder der oder jene, sondern Menschen, die einfach mal loslassen. Das bist du, ja, Ali. Also ich habe immer gesagt, jedes Restaurant muss eine Seele haben. Wenn das Restaurant eine Seele hat, das spürt der Gast. Die Wärme, die Seele, die Energie, die du als Koch bzw. auch Gastronom in das Restaurant reinsteckst, das empfängt auch am Ende der Gast. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Auch das merkt auch der Gast auf den Tellern. Ja. Ne? Also ja, es ist ja, ich kann ja in der Küche, sage ich jetzt mal, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich keinen guten Tag habe, bin ich auch nicht produktiv. Das merkt auch der Gast, wirklich. Ja. Und auf der anderen Seite möchte ich ein Restaurant haben, wo jeder reingehen kann. Also ich sage mal ganz ehrlich, der Vorstand oder der CEO von einer Bank oder der Millionär oder der Milliardär, aber auch die Hausfrau, die mich im Fernsehen sieht und sagt, okay, wir wollen mal zum Ali essen gehen, die soll sich genauso hier reintrauen. Und es ist ja nicht nur preislich, sondern auch die Atmosphäre. Es ist ein schickes Atmosphäre, also wirklich schickes Restaurant, aber es ist nicht so, dass wir, wenn der Gast hier reinkommt, dass der auf einmal so eine Hemmschwelle hat. Das soll es nicht sein. Und ganz wichtig war für mich, mir war immer schon egal, wer was isst. Das war mir, ich habe gesagt, ich muss... War dir das egal oder scheißegal? Egal reicht schon. Okay. Das andere Wort will ich jetzt nicht benutzen. Nein, weil mir ist es egal, ob einer Geld hat oder nicht. Weil derjenige, der zu mir kommt, wir sind im ersten Stock hier. Das ist auch eine Hemmschwelle, also Kellerlokale und Lokale oder Restaurants im ersten Stock. Da musst du hinwollen. Ja, klar. Na, der will zu uns. Ganz bewusst. Du musst ganz bewusst kommen. Genau. Und dann ist es ja, ich kann ja nicht den Millionär anders behandeln als wie den Nicht-Millionär. Das mache ich auch und das bin ich auch nicht. Das ist auch nicht meine Natur. Überhaupt gar nicht. Ja. Wir müssen jeden Gast hier zufriedenstellen. Jeder Gast soll zufrieden unser Haus verlassen. Und ich merke das ja auch, wenn sie reinkommen und auch später, wenn ich sie verabschiede, wenn ich die Garderobe abnehme, dann sagen die schon, sie arbeiten ja richtig mit. Das sage ich ja natürlich, das ist ja mein Arbeitgeber, das Restaurant. Ich bin nur ein Teil von dem. Du bist ja ein Flitzer, du bist, wenn das so kalkvoll ist. Du warst ja auch Parmalisten. Jetzt darf ich dich mal was fragen, eine ganz einfache Frage an dich. Was bist du für ein Mensch, Ali? Sag's uns mal in die Kamera. Jetzt oute dich mal, was bist du für ein Mensch? Das müssen andere behaupten, aber ich bin der ganz normale, ich bin der Ali einfach, der Ali, der in Ostanatolien geboren ist, mit 10 nach Deutschland gekommen ist und dank München, dank Deutschland wirklich auch viel erreicht hat. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob ich die Karriere in der Türkei auch so, sage ich jetzt mal, hingelegt hätte. Und ich bin Deutschland und auch Bayern sehr, sehr dankbar. Jetzt bleibe ich mal dabei. Ich bin ja einiges älter wie du. Die Türken haben unglaublich vieles für Deutschland gemacht. Weißt du das? Ja. Deine Eltern oder viele der Türken, die Türkinnen und Türken zuschauen, denen müssen wir sehr, sehr dankbar sein. Und du bist auch so ein türkisches Signal. Du zeigst, dass die Türkei menschlich ist, herzlich ist. Also ich war
wirklich von Türken immer warm umgeben, wenn man bei Türken eingeladen ist. Das sind sehr herzlich. Das sind sehr herzlich. Sag doch mal, es gibt sehr viele Türken in Deutschland, natürlich in München. Du bist so auch ein Vorbild für die Türken. Ja, ja. Dann ich bin das auch meiner. Und das machst du auch ganz bewusst. Ja, ich bin das auch. Ich bin schon meiner Vorbildrolle bewusst und ich kriege ja immer wieder auch, ich bin halt natürlich auch Vorträge, ich werde auch eingeladen, auch seitens der Politik und so. Das ist mir schon alles bewusst und ich freue mich ja, wenn ich als Vorbild gelte. Also wenn ich jetzt für die junge Generation, wenn sie sagen, schon mal einer von uns hat geschafft, dann ehrt mich das auch, sage ich ganz ehrlich. Aber ich kritisiere auch, muss ich auch sagen. Also es gibt ja auch welche, die, sage ich jetzt mal, hier eine ganz andere Voraussetzung haben als ich. Ich war hier nicht in der Kita, im Kindergarten, nicht in der Grundschule. Ich habe keinen Abiturabschluss. Und, aber die haben die Möglichkeiten und da machen sie wenig aus ihrem Leben. Und das kritisiere ich oft in meiner eigenen Familie. Das stört mich dann auch. Ne? Aber jeder Mensch kann nicht gleich sein, jeder Mensch soll auch nicht gleich sein. Und, du bist aufgewachsen, Ali, mit 6 Geschwistern. Du kommst aus einem türkischen Ort und du hast irgendetwas in der DNA, das dich immer weiterbringt. Du bist jemand, du liebst Menschen. Ja. Und wenn du kochst, das ist ja ein Wahnsinn, da kriegen die Leute irgendwie, werden sie einfach... Ich mache Menschen glücklich, ich sehe das ja. Und du hast so ein schönes Lachen. Danke. Und natürlich gibt es auch mal Momente, wo du traurig bist. Oh, ja, gibt es auch. Gibt es auch, ja. Es gibt immer die Kehrseite der Medaille. Genau. Ich bleibe mal dabei. Ali, du hast etwas gemacht, auch für München. Du bist so ein Gastronom, ein Unternehmer, ein Koch, ein TV-Koch. Du hast so etwas Signalcharakter. Erzähl mir doch mal, was willst du den Menschen vermitteln? Du hast ja eine riesige Fangemeinde. Was willst du ihnen sagen? Ach, was ich den Menschen sagen würde, wenn einer mir die Frage stellen würde, würde ich sagen, ja, einfach an den Zielen festhalten, an dich glauben, das ist das Wichtigste. Natürlich musst du auch, sage ich jetzt mal, eine gewisse Substanz haben. Die habe ich ja hier in Bayern oder beziehungsweise in München habe ich ja die ja mitbekommen. Ich habe die bayerische Küche gelernt, dann war ich beim Karl Ederer, dann war ich beim Hans Haas im Tantris, Gerd Käfer und so weiter. Aber du musst trotzdem irgendwann, sage ich jetzt mal, diesen Schritt wagen, auch mal selber deine eigene Linie, sage ich jetzt mal, auszuleben und auch dir eine eigene Handschrift zu geben. Und das ist wichtig. Und nur so kannst du dich auch von den anderen absetzen. Also das, was wir zum Beispiel, die Philosophie, die ich habe, die Küche, die wir kochen, wir setzen uns von den anderen ab. Ich sage ja nicht, dass wir besser sind, das ist was anderes. Aber dadurch, dass meine Herkunft, vielleicht habe ich auch Glück, weil ich in der Türkei geboren bin und habe auch den Geschmäcker von meiner Oma, von meiner Mama, die Gewürze habe ich hier in die Wiege bekommen. Und das versuche ich hier umzusetzen. Aber das kommt ja super an. Ja, das kommt auch, weil wir auch vielleicht auch den Zeitgeist jetzt gerade erwischen oder genau treffen. Weil einfach die Küche eine sehr bekömmliche Küche ist, keine schwere Küche, eine gesunde Küche, eine nachhaltige Küche. Du musst heutzutage an vieles denken. Und das Wichtigste ist auch die nächste Generation in der Küche. Also ich bin jetzt auch schon 45, aber ich habe junge Köche oder Köchinnen. Denen gegenüber habe ich auch eine Verantwortung. Ich möchte ja, dass unser Job ja weitergetragen wird. Und deswegen will ich denen viel beibringen. Aber du machst ja, also ich... Ich schaue ja auch immer, wenn du im Fernsehen bist, also bei der Küchenschlacht oder egal wo. Ja. Du hast so eine unglaubliche Art, wie du Menschen einfangen kannst. Also ich bleibe mal dabei, von Hartz IV bis Chanel 5. Da schauen Menschen zu, die sagen, das ist ein ehrlicher Typ. Du hast so etwas, wo man merkt, im Grunde ist es schon das Gericht. Aber wenn du irgendetwas... Früher, der Schubeck, Alfons, hat gesagt, jetzt schwitzen wir mal an. Du hast so eine,
neue Generation entwickelt. Du lebst deine Emotionen in den Kochtopf rein. Du lebst ihn wirklich in den Kochtopf. Und du lachst, du bist glücklich, du machst es locker. Genauso wie jetzt unser Interview. Wir haben uns ja nicht abgesprochen. Nein, sondern du bist einfach locker, genauso wie ich. Ja. Weil ich möchte einfach mal... Authentisch, wir sind authentisch. Okay, das merken die Zuschauer jetzt auch. Ja. Wir sind authentisch und du bist ein authentischer deutscher Spitzenkoch. Ja. Nein, ich bleib dabei. Ja, ja. Du bist nicht, weißt du, du verbiegst dich nicht. Du sagst nicht, ja, jetzt sind wir da und liebe Zuschauer, ja. Nein. Nicht. Du bist so. Und dann, wenn es auf die Gerichte kommt, dann kennst du jedes kleine Karottchen, jede Erbse. Ja. Das ist super. Nein, das ist natürlich auch die Erfahrung, das spielt natürlich eine große Rolle. Und Fernsehen macht mir natürlich auch Spaß, so ist es nicht. Aber das ist auch wieder eine Verantwortung. Also du kannst nicht, sage ich jetzt mal, im Fernsehen schlau daherreden und dann im eigenen Laden sozusagen geht es drunter und drüber. Das möchte ich nicht. Also das ist für mich zum Beispiel ich habe da einen riesen Druck auf mir. Wenn ich nicht da bin, dann versuche ich, oder ich rede dann auch offen mit meinem Personal, es muss hier funktionieren, weil A, hat mein Personal immer eine Angriffsfläche, weil wenn sie den Patron sehen, das ist einfach psychologisch so, da sind die Gäste einfach entspannter drauf. Und wenn sie dich nicht sehen, dann sind sie skeptischer. Ja. Und umso mehr muss Homebase sozusagen, das Restaurant muss funktionieren. Und so ist es eine Win-Win-Situation. Ja? Ja. Und bei mir ist es so, ich bin einfach ein fröhlicher Mensch. Ich bin einer, der, wie gesagt, auf Menschen zugeht. Aber wenn es dann um die Sache geht, bin ich sehr konzentriert und ich bleibe auch bei mir. Und ich bin auch dann so einer, ich schalte dann sofort meinen Gaumen mit dem Hirn zusammen und dann weiß ich, was ich da tue und was ich da arbeite oder was ich da rausschmecke. Und das ist vielleicht auch eine große Stärke von mir. Ja. Aber bleiben wir dabei, ich war jetzt im Vorgespräch mal hier. Du hast ein wunderbares Personal. Ja, bin ich auch sehr stolz drauf. Also jetzt geht es jetzt gar nicht darum, dass die sagen, ey, das ist jetzt der Erich Lejeune. Nein. Haben Sie es nicht gesagt? Nein, um das geht es nicht. Sondern du hast so ein tolles Team. Und du bist so ein Mensch und ich habe dich erlebt. Ich habe gesagt, boah, ich war 3 Stunden hier, du hast bis zum Schluss Teller abgeräumt, Leute begrüßt. Das ist Gastronomie, wie die Menschen es lieben. Die lieben nicht irgendwie 7 Portionen und das, sondern sie lieben ein Restaurant, weil da sind Menschen, wie du es bist mit deinem Team, die Gäste verwöhnen, ja. die sie lieben und ich habe dich beobachtet. Du bist ja ein Tier, da gehst du durch und so, grüßt und die Menschen. Und du bist immer, egal ob jetzt, du kennst viele prominente Menschen. Ja. Und du begrüßt die, ob der jetzt prominent ist oder nicht. Du begrüßt sie immer im Ali-Style. Immer von immer. Mensch zu Mensch. Von immer Mensch zu Mensch und immer auch mit dem Respekt. Ja. Und mit einem gewissen Abstand ist auch wichtig. Du darfst nicht zu nah rangehen. Und das ist... Ali, das ist eine Marktnische hier in München. Also ich weiß, du willst nicht die Promis haben, sondern du willst Menschen haben, die gerne essen, die gerne intellektuell zusammensitzen. Du hast sehr intellektuelle Gäste. Habe ich. Also wir haben wirklich ein sehr gutes Mischpublikum. Ja. Von wirklich A bis Z ist alles dabei. Ja. Und ich sage immer Kochen und Gastronomie, ja, sage ich jetzt mal, das ist immer Charaktersache. Ja. Ne? Absolut. Es ist wirklich so, wenn du so einen Schmuddelkoch, sage ich jetzt mal, in der Küche hast, der kann nichts Anständiges rausbringen. Ja. Umgekehrt genauso. Ja? Wenn du einen arroganten Gastronomen hier draußen im Restaurant laufen hast, der wirklich mit einem Glas Champagner in der Hand hat und vom Tisch zum Tisch geht, wird das nicht auf Dauer funktionieren. Und deswegen, du darfst dir selber nicht untreu sein. Bleib einfach dir treu. Du selber. Vergiss nicht, wo du herkommst. Ja. Und ich bin auch nichts Besonderes. Ich bin nur der Ali aus dem Pago und ich bin der Koch Ali, ganz einfach. Aber es ist ja auch schön, dieses Pago, da könnte also ein paar Schuhe, könnte französisch sein. Ja, ich habe mal mit, ich bin sehr oft in Frankreich, wir haben französische Freunde, ein paar Schuhe. Also, ja, sagen viele. Aber weißt du, hast du dahinter einen Hintergedanken gehabt? Oder ja, habe ich auch gehabt. Aber weißt du, was das Tolle ist, dass die mittlerweile sagen, wir gehen zum Ali.
Aber das ist doch das Tolle daran. Das ist super. Weil, nein, aber das ist wirklich so. Also wenn die dann irgendwann sagen, ja, lass uns zum Ali gehen. Wir haben gesagt, wir gehen heute zum Ali. Super. Das ist für mich die größte Anerkennung. Ja, klar. Ist wirklich so. Das ist auch französisch. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann sind wir gleich da. Zillertalarena.com. Jeder Mensch ist ein einzigartiges und kostbares Wesen. Aus diesem Grund sind wir stolz, Ihnen das Beste der 5-Sterne-Gastfreundschaft beim Hotel Premier und dem Hotel Präsident von Abanotherme zu bieten. Die modernsten Schlammtherapieabteilungen Europas zur Regeneration von Körper und Geist. Exklusive Spa-Erlebnisse, heiße Thermalbecken und unsere Küche ist bereit, Sie zu verwöhnen. Grupo V Hotels freut sich, Sie begrüßen zu dürfen. Liebe Oma, weißt du noch, letztes Jahr? Da mussten wir noch richtig gut aufpassen, damit wir dich nicht gefährden. Ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder ganz normal Weihnachten zusammen feiern. Dass wir uns immer sehen können und keine Angst mehr haben müssen. Wie gut, dass wir uns mittlerweile alle selbst schützen können. Die BayWa, gegründet aus der genossenschaftlichen Idee, steht für die Landwirtschaft. Für ein gutes Baugefühl. Für klassische und erneuerbare Energie. Und für Solidität sowie weltweite Verbundenheit. Schenk doch mal echte Knaller mit den Loskalendern von Lotto Bayern. Oder gleich ganze 12 Monate Glück mit einem Jahreslos der Glücksspirale. Oder wie wär's mit dem Millionenkracher zum Jahreswechsel? Den Bayern-Millionen. Viele gute Möglichkeiten, ein besonders schönes Fest voller Glück zu feiern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Jede Katze ist einzigartig und verdient das Beste. Ein Futter, das schmeckt und rundum bestens versorgt. Happy Cat. Kerngesundes Katzenglück. Über 65.000 Kinder kommen jedes Jahr zu uns in die Haunersche Kinderklinik. Was all unsere kleinen Patienten verbindet, ist der Schmerz. Jede Blutentnahme, jeder Verbandswechsel, jede Spritze tut weh und macht Angst. Unsere Vision ist es, allen Kindern diese Angst und den Schmerz zu nehmen. Mit einer ganzheitlichen Schmerztherapie ist das möglich. Sie sollte zur Grundversorgung jeder Kinderklinik gehören. Bis es soweit ist, brauchen wir Ihre Spende. Liebe Zuschauer, ich lade Sie ganz herzlich ein zu meinem neuen Sendeformat auf München TV,
Motivation, Gesundheit. Ja, zwei ganz wichtige Bereiche. Motivation und Gesundheit gehören zusammen. Wer motiviert ist, ist sicherlich auch motiviert für die Gesundheit, für Sport, für Bewegung. Ich lade ganz unterschiedliche Menschen ein, junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die motiviert sind, aber auch mal Menschen, die mit einem schweren Schicksalsschlag krankheitsmäßig zu kämpfen haben und motiviert sind. Also ein spannendes Format rund um, was uns interessiert, eben die Motivation und die Medizin und natürlich auch die Gesundheit. Auf den Cent genau wird präsentiert von Sanitätshaus Samberger, Ihr Rundumversorger in Sachen Gesundheit, sechsmal in München. Und Lupse, Bäder fürs Leben, altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. 500 Euro einkaufen, beim Rewe in Brunnthal bin ich dieses Mal, beim Stefan Holzner. Was halten Sie jetzt davon, wenn ich Ihnen jetzt ein sehr moralisches Angebot mache? Und zwar? Zeit läuft ab jetzt. So. Okay. Die erste Hälfte Ihres Einkaufs hat sie. Jetzt gehen wir in den zweiten und schauen mal, wie sie sich da anstellt. 23,56. Oh Gott! Auf den Cent genau. Morgen 19.30 Uhr auf München TV. Ali, wenn du jetzt einfach mal dein Leben so Revue passieren lässt. Du kommst aus einem kleinen Ort in der Türkei. Du kommst aus einer Familie mit 7 Kindern. Deine Mutter war Analphabetin. Dein Vater war Schweißer in München. Du bist hierher gekommen. Und wenn du einfach mal so manchmal aufwachst und das ist ein Traum und denkst, boah, wie habe ich denn das gemacht? Erzähl mir mal, was war denn so? Das muss ja auch bei deiner Mutter oder deinem Vater. Du hast irgendwelche Dinge in der DNA, wo du gesagt hast, das will ich. Und du hast keine Chance gehabt, irgendwie eine höhere Schule. Genauso wie ich übrigens im Leben. Ja? Dennoch, du warst immer ein Kämpfer. Und du warst immer diszipliniert. Und das merkt man, wenn du im Lokal rumfetzt. Ja? Du bist immer der Ali, der du warst alles. Was ist so... Wenn du mal schaust, ich bin jetzt hier oben und jetzt, wo komme ich her? Also, soll ich dir was sagen? Gerne. Da drüben ist ein Bild von meinem Opa. Das ist mein Opa und das ist Pago. In diesem Haus habe ich gelebt. Da habe ich meine... Aber ein toller Typ. Ja. Der sieht ja ein bisschen aus wie der Lichter. Genau, unten war die Scheune und in dem Haus, was heißt Haus? Das ist ein Lehmhaus und ja. Da habe ich gelebt. Und ich glaube, die DNA ist wirklich von zu Hause mitgegeben worden. Ja. Ich habe immer gesehen, dass meine Eltern immer gekämpft haben. Meine Mutter, mein Vater, ich habe ja meinen Vater einmal im Jahr nur gesehen. Ne? Der kam ja immer im Sommer, hat er seinen ganzen Jahresurlaub genommen, 6 Wochen. Und dann kam er uns besucht. Und wie war das? Wie in der Kammer? Ah, das war schön. Also wie Oktoberfest, war, oder? Das war so schön, das war so schön. Wir haben uns so gefreut. Und wie? Und das Tollste, das Tollste daran war, dass er uns Schokolade aus Deutschland mitgebracht hat. Und wir haben auch toll, wir haben nie Schokolade gegessen. Aber als er gegangen ist, waren wir natürlich wieder traurig. Tief traurig. Ja, natürlich. Und weißt du, was das Schlimmste war? Das Schlimmste war, wenn die anderen Väter nach der Arbeit nach Hause gekommen sind, haben wir geschaut, wir wussten, unser Vater kommt heute nicht. Das war das hart. Das tut weh. Das tut weh. Und da hast du die Mutter, die haben sehr viel Acker gehabt und auch ein bisschen Landwirtschaft gehabt und so. Mama hat immer nur gearbeitet. Wir Kinder waren eigentlich unter uns, haben also auf uns gegenseitig aufgepasst. Wie war Mama zu euch? Wie war Mama sie? Mama war, ich hab war ein Traum, für mich ist die beste Mama der Welt, weil sie sehr fleißig war. Und gerade euch, die Kinder alle so... Ja, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Der Mann ist nicht da, du hast Landwirtschaft, dann hast du so viele Kinder. Ja, was habt ihr gehabt? Kühe, Esel? Wir haben Kühe gehabt, wir haben Pferde gehabt, wir haben, Lämmer gehabt, wir haben Hühner gehabt. Also ganz normal. Aber wir haben nicht verkauft, sondern es war für uns Eigenbedarf. Also wir haben Mama Butter hergestellt. Und haben die Tiere einen Namen gehabt? Nein, das nicht. Ich hoffe nicht, dass einer Ali hieß. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, die DNA kommt davon. Und als wir dann später auch nach Deutschland gezogen sind, und ich habe hab gesehen, wie hart meine Eltern gearbeitet haben. Also ich sage dir, wir haben wirklich nie Urlaub gemacht. Ich habe
Ich bin mit 10 nach Deutschland und das erste Mal bin ich mit 21, habe ich Urlaub gemacht, weil kein Geld da war. 1986 kamst du nach Deutschland. Ich bin 86, ja. Und weil wir selber erst Geld gespart haben. Ja. Ich habe auch klar... Du hast kein Wort Deutsch selber gekonnt. Nein, nichts, überhaupt gar nichts. Alles selber. Ich habe dann angefangen, mit 13 habe ich dann Zeitungen ausgetragen. Ich habe dann mit 14 irgendwo nebenbei gearbeitet. Ich glaube, es war eine Bäckerei oder so. Du musstest ja was machen. Was hast du von deinen Eltern gelernt? Du hast ja, das, was du jetzt machst, ist ja die Basis, was du von deinen Eltern gelernt hast. Also von meinen Eltern habe ich gelernt, vor allem von meinem Vater, weil er ja natürlich in Deutschland auch gelebt hat. Er hat gesagt, ihr müsst die deutsche Sprache schnell lernen. Hm. Ihr müsst euch schnell integrieren und bleibt so, wie ihr seid und Menschen lieben. Also ich komme ja aus dem alevitischen Glauben zum Beispiel. Ja. Bei uns ist der Mensch wichtig. Du bist Moslem, wichtig. Oder? Du bist Moslem, aber Alevite. Ja, okay. Und der Mensch ist wichtig. Mein Vater hat immer gesagt, auch wenn es fremde Menschen sind, oder wir sind Gast hier, hat er immer gesagt, wir sind in einer fremden Stadt und sind tolle Menschen, aber ihr müsst euch integrieren, dann werdet ihr sehen, dann werdet ihr nie Probleme kriegen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe nie Probleme gehabt. Ja? Weil wir uns auch schnell integriert haben. Ja, schnell versucht die deutsche Sprache zu lernen. Und so. Natürlich hast du Schwierigkeiten gehabt, klar. Also es geht ja in der Schule, wenn du dann irgendwie, weißt du, wenn du deine Hausaufgaben hast und kommst nach Hause und kann dir keiner helfen und so, das sind schon so teilweise, war das auch schon frustrierend. Ne? Es war hart. Ja. Aber jetzt bleib mal dabei, Ali, du bist ja so ein Koch. Du bist, ich sag's nochmal ganz, du bist in den Medien. Die Menschen haben dich entdeckt, die Medien lassen dich nicht in Ruhe. Du wirst in jede, da und dort. Dennoch, du hast es geschafft, dass Menschen dir zuschauen und du sprichst, während du kochst. Du sprichst aber Dinge, vielleicht ein bisschen anders wie jetzt der Alfons Schubeck. Alfons Schubeck, ja, wir sind da und so, das passt schon. Alles gut, ist auch schön. Dennoch, du sprichst so menschlich. Du, egal, ob dich ein Moderator dann interviewt, du gibst so ein Gefühl, wo man sagt, boah, es fließt. Emotionales Kochen ist deine Vision. Du bist so ein emotionaler Koch. Du kannst nicht irgendwie die kleinen Karotten irgendwie, wie der Schubeck sagen würde, anschwitzen. Nein, du machst sie emotional, du redest mit denen. Ja, das finde ich toll. Aber Kochen ist ja auch Emotion. Ist Reden auch. Kochen, ja klar, Kochen ist Reden, Kommunikation. Auch in der normalen Küche, wo man, egal, jetzt schauen uns vielleicht viele Menschen zu und die sagen, boah, wir kochen, ich habe schon lange nicht mehr mit meinem Mann geredet, aber jetzt rede ich mit ihm. Das bist du, du hast die Menschen zum Reden gebracht in seinem Kochen. Das ist doch so, Essen und Trinken verbindet. Ja. Also es ist so, verbindet Kulturen, verbindet Rassen und alles. Und das ist doch, und das und Herzen. Und Herzen. Das berührt unser Herz und die Seele. Alles. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Woche im Urlaub und kriegst ein schlechtes Essen. Ja. Ich habe dann eine schlechte Laune. Genau. Hast du schlechte Laune? Und deswegen hat Kochen mit Emotionen zu tun. Und wenn ich im Fernsehen bin, ich versuche natürlich auch, die Leute mitzunehmen. Ja, das schaffst Was du auch. Was ich aber nicht möchte, lieber Erich, ich möchte nicht, dass die Leute im Fernsehen mich anschauen, wie frisch ich koche, wie nachhaltig ich denke. Und auch schon, es geht ja schon beim Einkaufen los. Aber die sitzen dann auf der Couch und haben eine Fertigpizza im Ofen. Das möchte ich nicht. Nein, das kann ich natürlich nicht verhindern. Aber ich habe mir wirklich, wenn ich von 1000 Zuschauern 10 dazu bringe, sich über meine Philosophie sich Gedanken zu machen, dann habe ich schon mal ein bisschen was erreicht. Du kochst im bayerischen Fernsehen, weil wir in Bayern. Und wenn du kochst, hat wir in Bayern mehr Zuschauer. Woher weißt du das? Ich weiß das. Und wahrscheinlich kochen andere, haben vielleicht auch. Ja, ist egal. Dennoch, du hast so eine Herzlichkeit. Du hast so eine, völlig unabhängig vom Gericht, was du kochst, du hast mit deiner Körpersprache, du bist jemand, der die Küche emotional erfunden hat. Du bist jemand, der sagt, Kochen hat mit Gespräch zu tun,
mit Herz zu tun. Wenn ich nicht gut drauf bin, koche ich beschissen. Sorry, wenn ich das so, so deutsch sage. Nein, wenn ich nicht gut drauf bin, bin ich nicht kreativ. Ja, genau. Ich merke das ja bei mir, wenn ich wirklich so einen schlechten Tag, ich bin ja auch nur ein Mensch. Natürlich stehe ich in der Öffentlichkeit, ich muss immer versuchen, immer der lachende Ali. Ja. Aber wenn ich alleine bin, bin ich manchmal auch traurig. Ja, ja, und ich habe auch meine Sorgen, so ja, ist es nicht. Und, aber trotzdem versuche ich immer den Menschen glücklich zu machen. Ich verstelle mich auch nicht. Ich bin so, wie ich bin. Und ich sage, du bist der Ali, bleib so, bleib deiner Linie treu, bleib du dir selber treu. Das ist das Wichtigste, weil wenn du anfängst, dich zu verstellen, das zu verbiegen. Auch, genau. Man muss biegsam sein, sage ich immer, aber man darf sich nicht verbiegen lassen. Genau. Das ist wichtig. Und das ist so eigentlich meine These und ich nehme mich auch selber nicht so ernst, ganz ehrlich. Deswegen lache ich ja so viel. Ne? Ali, jetzt, wir sind momentan in schweren Zeiten weltweit durch die Pandemie. Ja. Was kannst du denn da sagen, wie wichtig ist denn, und jetzt bleibe ich mal dabei, ich spüre es bei mir selber, wie wichtig ist denn, wenn man nicht mehr raus darf und wir stehen vielleicht irgendwie wieder vor einem neuen Lockdown. Ja? Wie wichtig ist da die Küche? Die Küche ist doch der Ort, wo man zusammenkommt. Ja. Und du hast als Kind hast du gesagt, ich will Koch werden. Und deine Eltern haben gesagt, nein, das wirst du nicht. Und du hast es geschafft. Wie wichtig ist denn die Küche so als Kommunikationsort? Nee, bei uns war sowieso die Küche. Wir haben uns nur in der Küche aufgehalten. Und ich muss auch sagen, durch den ersten und zweiten Lockdown haben auch die Menschen in Deutschland und auch in München gemerkt, wie wichtig das ist. Nicht nur die Küche, sondern auch einfach Freunde mal treffen, zu Hause zu kochen. Ja, ja, ja. Ich wurde auch immer wieder gefragt, ob ich zu denen nach Hause komme und mit denen einen Kochkurs mache und so weiter. Ja. Also Kochen verbindet ja, das ist ja das Tolle daran. Ja? Und die Zeiten sind schwer, ich weiß. Ich hoffe, dass es wieder, sage ich jetzt mal, dass wir wieder andere Zahlen kriegen. Aber jetzt bin ich ja nicht nur Koch, ich bin auch Unternehmer. Ich habe hier fast 20 Angestellte. Und von dem Restaurant leben aber 30, 40 Menschen. Der Spüler, sage ich jetzt mal, der hat eine Familie, vier oder fünf Kinder in Afrika. Der Nächste auch, ich habe ja auch Kinder und so weiter. Ja. Ich habe ja auch eine soziale Verantwortung den Menschen gegenüber. Ne? Also deswegen muss dieses Restaurant funktionieren. Weißt du, Erich, ich habe kein Hotel hinter mir. Ich habe auch keinen reichen Investoren hinter mir. Ich mach's alleine. Mach alleine und hinter mir steht keiner. Hinter mir stehen meine Gäste. Wenn ich meine Gäste glücklich mache, dann kommen sie auch. Und dann funktioniert das auch. Aber die Zeit, natürlich ist es so, dass ich dann als Unternehmer mir sehr viele Gedanken mache. Und ich glaube mir, im ersten und zweiten Lockdown habe ich sehr viele schlaflose Nächte gehabt. Ja, weil aber du hast das gut gemeistert. Habe ich. Ich habe dann natürlich, weißt du, das ist auch so. Und daran siehst du auch, ob ein, nicht nur Koch oder auch Unternehmer, gut so du nicht. Auch du so, musst flexibel sein. Du bist sein. Auch so jemand, du liebst Menschen. Ja, und definitiv. Das ist auch in deiner Familie geboren. Du magst Menschen. Ja, ich liebe Menschen. Das ist so schön. Ja. Und das spüren die auch. Und das spürt man auch bei deinem Team hier. Wenn man hier reinkommt, man ist Mensch. Nee. Man ist nicht nur Gast. Aber ich bin auch kein Mensch. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der alleine sein kann. Ich mag das nicht. Ich brauche immer Menschen um mich herum. Ist wirklich so. Ja. Ich gehe dann manchmal sonntags zu meiner Mutter, dann kommen die ganzen Geschwister. Oder ich treffe mich mit der Freundin gehe ich dann zu Freunden und so weiter. Ja. Also ich versuche dann natürlich auch viel unter Menschen zu sein, weil die mir einfach viel Kraft und Energie geben. Wenn ich alleine bin, kann ich mit mir selber wenig anfangen. Wie wichtig ist, ich bleibe mal dabei, wie wichtig ist es, wenn man, also ich bin jetzt zum Beispiel nicht jemand, ich kann nicht kochen, aber ich liebe irgendwie. Macht ja nichts, aber du kannst ja hoffentlich dafür gut essen. Genau, essen kann ich gut. Ja. Genau. Aber wie wichtig ist es denn, gerade in der Küche passieren ja manchmal wieder Dinge sagen, komm, lass uns einfach unseren Streit beenden. Oder ich liebe Konflikte. Dich. Konflikte. Oder die Küche ist ja so ein, fast wie ein Gericht, wo Menschen zusammenkommen und sagen, boah, jetzt hast du so gut gekocht, jetzt lass dich mal umarmen und wir beenden jetzt unseren Streit. Spürst du das auch? Ja, natürlich. Das ist Küche ist Mittelpunkt. In der Küche ist zu Hause und auch klar auch hier im Restaurant immer Mittelpunkt. Ja. Natürlich entstehen auch Konflikte. Natürlich passieren oder sagen wir mal so,
du hast eine Idee, die Idee wird aber bei der Umsetzung nicht oder funktioniert nicht, dann ärgere ich mich zum Beispiel auch. Ja. Oder du hast ein Gericht und hast einen Gast serviert und der Gast mag das zum Beispiel nicht oder hat kritisiert, dann bin ich einer, ich gehe da nach Hause, ich nehme das leider das immer mit. Du bist fast verletzt. Ja, ja, wirklich, ich bin nein, dann, ich bin aber, dann so emotional. Weil du bist so emotional. Ich ärgere mich über mich selber, weil ja. ich dann selber sage, jetzt warst du 14 Stunden in der Arbeit ja. und hast ein tolles Gericht gezaubert, aber das ist draußen nicht gut angekommen. Und dann, ich bin schon sehr selbstkritisch, Erich, ne? So ist es nicht. Und dann schlafe ich die Nacht auch schlecht. So, und dann aber auf der anderen Seite stehe ich in der Früh auf und sage so, und das ist mein Kämpfergeist. Ein neuer Tag, neues, neuer Tag, neuer Angriff. Also dann versuche ich das alles zu analysieren. Ja. Woran hat es gelegen? Ja. Und glaub mir, da mache ich aber die Köche verrückt, weil ich sage, irgendwie stimmt was nicht. Aber wir sind schon fast Schluss an der Sendung, ja. aber du bist so jemand, von der Küche bis zu den Gast, bis dass du den Menschen aus den Klamotten hilfst, auf Deutsch gesagt. Und wieder reinhelfe. Du bist überall da. Ja. Du liebst einfach das, was du tust. Und wenn ich einfach mal sage, was du wirklich tust, das ist schön. Du machst Menschen glücklich. Du machst Menschen glücklich. Du gibst ihnen das Gefühl, oh, beim Ali fühle ich mich wohl. So. Und du bist nicht mehr, bist leider nicht mehr eine Geheimadresse, sondern es kommen viele Menschen ja. zu dir ja. und sie sagen immer, boah, Pagü, wie heißt es? Paschou? Mein Gesang, das ist das Restaurant mit dem komischen Namen. Ja, genau. Aber das heißt gehört. Pago. Also erzähl das mal unseren Zuschauern und Zuschauern, was heißt das genau? Also Pago ist mein also, Geburtsort. Sprich das mal rein. Ja, liebe Zuschauer, hier ist euer Ali. Und Pago ist mein Restaurant. Und in Pago bin ich geboren. Das ist ein Dorf in Ostanatolien. Und ich wollte einfach dem Restaurant einen Teil von mir geben. Ich habe lange überlegt, wie ich das Restaurant nennen soll. Da habe ich gesagt, Ali, wo kommst du her? Wer bist du? Wie war deine Kindheit? Und dann ist mir sofort der Name Pago eingefallen. Deswegen habe ich gesagt, super, super. Pago. Jetzt haben wir das geklärt. Aber, ja, weil jetzt weiß das jeder. Ja, weil das ist die, weil die Leute ja. denken, es ist Französisch. Ja. Und, aber es ist irgendwie toll. Ist ja. toll. Jetzt habe ich schon noch mal eine Frage an dich. Ja. Du bist so auf einem wunderbaren Erfolgstrip. Beschreibe doch mal, was ist Erfolg für dich? Ja, also, ich sag mal ganz ehrlich, Erfolg ist für mich relativ. Was ist Erfolg, wenn man so sagt? Ist ein Restaurant zu führen und das immer jeden Tag ausgebucht ist, ist es erfolgreich? Es gibt auch andere Kollegen, die 3 Restaurants jeden Tag voll haben. Ist das das Geld? Ist das das Finanzielle? Ist das, also von daher, ich sage mal, Erfolg ist immer relativ. Erfolg ist, besteht für mich, oder für mich bin ich erfolgreich, wenn ich in dem, was ich tue, glücklich bin, wenn alles gut funktioniert, wenn mein Restaurant voll ist, wenn meine Mitarbeiter glücklich sind und wenn ich die Löhne meinen Mitarbeitern Monatsende bezahlen kann, dann bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Wobei Glück ist immer momentan. Glück kannst du nicht lange... Jetzt sage ich einfach mal, was ich empfinde bei dir. Du bist jemand, der die Küche, das ganze Business der Köche in einer ganz anderen Form gebracht hat, wie, also meine Kochsendungen sind überall, jeder, du bist Juror in der Küchenschlacht, du bist da. Dennoch, du bist jemand, Ali, du bist menschlich. Und du verstellst dich nicht. Und es gibt Kollegen von dir, die sind toll, die haben 2 Sterne, 3 Sterne, was auch immer. Nein, nein, nein. Du sagst immer... Ich hätte gerne einen in der Garage. Genau. Genau. Ich bleib dabei. Du bist jemand, der einfach das Menschliche in die Küche bringt. Und jetzt bleib ich mal dabei, weil das ist auch mein Business. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als wenn es menschelt. Wenn Menschen jetzt hier... einfach ins Restaurant kommen, sich wohlfühlen. Der eine sagt, Mensch, ich will mich mit der Dame verloben. Der andere sagt, du, schön, wir haben eine Folge. Oder wir kommen. Und du bist auch so jemand, du kannst das Intellektuelle in die Küche auch bringen oder auch das Menschliche. Du bist so ein menschlicher Koch. Und das ist etwas,
Das ist ein Stern, den dir jetzt mal München TV gibt. Dankeschön. Nein, vielleicht ist es auch einfach nur eine Gabe, die ich habe. Und weil ich einfach, wenn ich Menschen um mich herum habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Wirklich, wirklich glücklicher Mensch. Und ich liebe Menschen. Für mich sind alle Menschen gleich. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Es war eine wunderschöne Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein glücklicher Gastronom hier in München, Pagot, Ali. Und kommen Sie noch mal rein.